Moinsen Jungs und Mädels, herzlich willkommen zurück zum Grundkurs Gaming und zu XCOM 2, wo wir gerade dabei sind, uns ein bisschen vorzubereiten, die nächste Advent-Geheimeinrichtung hier zu stürmen, beziehungsweise erstmal den Weg dahin zu ebnen auf der großen strategischen Übersichtskarte. Mal schauen, wie wir das hinbekommen. Ich glaube, hier sind wir soweit ganz gut ausgestattet, weil wir auch im Moment gar keine Supplies haben. In 3 Tagen kommt der nächste Supply Drop durch, zum Glück. Und in 13 Tagen haben wir Rüstung. Magnetwaffen könnten wir uns eigentlich schon bauen. Problem ist nur, wir haben, wie gesagt, gar keine Versorgungsgüter im Moment dafür über. So, Alien Alloys könnten wir uns hier schnappen. Wir wollten allerdings hier Kontakt herstellen. Und da fliegen wir jetzt wieder 3 Millionen Jahre hin. Ich habe gar nicht geguckt, was hier der Kontinentalbonus ist, ehrlich gesagt. So, das dürfte der Hopes for the resistance under your leadership, Commander, and you have outdone yourself. Sehr schön. Nachdem es der letzten Monat nicht so gut für uns lief, mit 298 Alien Facility Construction, die nächste in 8 Wochen schon. Ha. Und in 3 Wochen haben wir den nächsten Retaliation Strike. Was haben wir im Vigilance? Ach, das ist nicht gut. Und Alien Infiltrator haben wir. Oh Gott. Ich hoffe, das können wir irgendwie wieder verhindern. Alien Cypher. All Intel Costs bei 100. Uaha. Also da müssten wir eigentlich 2 Sachen verhindern. Ich ignoriere das mal für den Moment. Thanks, Commander. The new workshop will do just fine. Okay. So, dann können wir unsere Leute hier ein bisschen... Puh, sieht gut aus. Im Hintergrund mit den Flammen und so. Für einen Rüstungstest. So, haben wir denn irgendwie... ja, wir haben. Dann schmeißen wir hier nämlich einfach Matthew Kelly rein. Der gerade frei geworden ist. Und können dann jetzt hier zum Beispiel stattdessen einen Workshop-Gremlin benutzen. Oh ja. Deswegen haben wir das ja so gebaut. Und ins Advanced Warfare Center können wir nämlich auch einfach einen... Wollen wir da einen Gremlin reinsetzen? Den brauchen wir ja da nicht immer. Allerdings brauchen wir hier unten am Power Relay gerade auch noch jemanden. Deswegen machen wir das einfach mal. Wir setzen den hier einfach und haben dann hier dementsprechend noch jemanden zur Verfügung für Ausgrabungen. Na, 5 Tage noch bis zum Scilab, das ist sehr super. Hier den Machinery und dann können wir hier den nächsten Power Coil zum... Ach, der ist noch locked. Ah, hier die Machinery. Müssen wir erst ausgraben. Machen wir doch direkt, oder? Ich meine, wir haben einen freien Ingenieur gerade. Es wäre blöd, die Arbeitskraft hier zu verschwenden. Was kostet uns denn hier ein Upgrade? 125 Supplies. Okay, das müssen wir dann zur Not irgendwann ausgeben. Ich glaube, Upgrades sind instant, oder? Also gehen sofort durch. Ich weiß es nicht genau. So, okay. Ein Supply Rate. Den nehmen wir natürlich super gerne mit. Setting course for Sector 14, East Asia. So, Jin schmeiße ich mal gerade raus. Incarnation auch. Rao schmeiße ich auch raus. Und dann gucken wir mal, wen wir hier überhaupt zur Verfügung haben gerade.
tatsächlich sonst niemanden Vernünftigen. Also wenn wir Stone, Encarnacion und Rao mitnehmen, ist schon gut. Beziehungsweise Rao ist natürlich auch ein Specialist, den brauchen wir nicht. Wir brauchen einen Ranger. Ah, die sind gerade alle ein Tag noch. Nee, gar nicht. Das ist gar kein Ranger. Zwei Tage noch. Für Kuga. Also müssen wir jetzt irgendeinen Rookie Ranger mitnehmen. Ja, zum Beispiel Ludmilla Popova. Das gefällt mir natürlich auch nicht so richtig. Aber uns bleibt irgendwie nicht viel anderes übrig, befürchte ich. So ein Flashbang hätte ich gerne. Die Super Axt und die bessere Shotgun. So, Jin. Den müssen wir natürlich auch Granaten geben. Zum Beispiel diese Gasgranate. Hat Jin die. Ach, weiß gar nicht. Ich glaube nicht. So, dem geben wir hier auch ein bisschen erweitertes Magazin zumindest. Sie ist ausgerüstet. Der Rest müsste ausgerüstet sein, vernünftig, ne? Ja, die Enhanced Shadow Keeper haben wir dabei. Okay, dann würde ich sagen, machen wir uns mal auf und davon. Beim Supply Rate ist natürlich super für uns. Teamzusammenstellung ist okay, habe ich gerade noch mal drüber geschaut. Auf geht's. Sky Ranger deployed. Menace ready to deploy. Yeah. We picked up an alien transmission. They're trying to move an Advent troop transport the Resistance disabled during a recent skirmish. There's an opportunity here for us to pull some of their technology off the transport. But we'll need to secure the area and eliminate any remaining hostiles to make that happen. Ja, dann gucken wir mal, was wir hier. Ach so, Troop Transporter sind diese Schiffe. Ich habe gerade überlegt, warum Troop Transport, warum überfallen wir einen Truppentransport? Gut. Schaffen wir, kriegen wir hin. Menace 1-5, the Advent Troop Transport is nearby. Engage and eliminate all hostile forces. Ja, klar. Wo steht das Ding? Hinten vermutlich irgendwo. Ja, das heißt, wir können zum Beispiel einen Scharfschützen hier aufs Dach bringen. Hier haben wir leider keine Deckung in die Richtung da drüben. Wen haben wir denn hier? Stitch. Ah, hier drüben haben wir hohe Deckung. Hohe Deckung finde ich gut. Hohe Deckung ist unser Freund. Hier haben wir so eine echte Deckung. Das ist natürlich noch viel mehr unser Freund. So, wir haben kein Zeitlimit, kein Zuglimit hier. Und das ist natürlich auch immer unser Freund. Encarnacion hat den Spitznamen Hitman bekommen. Der wäre für Sebi natürlich auch gut gewesen, muss ich sagen. Me dirijo a la posición indicada. Aber Sebi hatte sich ja einen anderen Spitznamen ausgesucht. Verstanden, bin unterwegs. So, und Jin rennt jetzt tatsächlich Verstanden. Mit der Waffe von Bum Bum Jonas rum. Aha. So, mal sehen. Reicht ihr das eine Feld? Ja, das eine Feld reicht. Good copy. Moving on target. Haben uns einfach quasi ein Feld hier Bewegungsreichweite dazugeschummelt. Stimmt natürlich nicht.
Aber wir mussten uns ein Feld weniger bewegen, um in eine Deckung zu kommen. Da links irgendwo. Das hört sich nach einem Mech an. Oder ist es schon wieder der Berserkerkönig? Oh, bitte nicht. Bitte nicht der Berserkerkönig. Heading to that location. Da ist ein Turm. Hier rechts, aber wahrscheinlich hier. Ja, hier ist irgendwo ein Turm. Aha. Na gut, an den wollen wir unsere Getarntheit natürlich nicht verschwenden. Unser Concealment, dass wir da wegen des Turms auffliegen. Das wäre mir dann doch ein bisschen unrecht. Verstanden. Rücke ab. So, wir benutzen hier diesen Zaun auf jeden Fall. Estoy en marcha. Ja, hier auf der Ecke wird er irgendwo stehen, der Turm, denke ich. Aber ist der Flieger auch hier drüben, der Truppentransporter? Ich würde es ja beinahe vermuten. Allerdings kann ich da noch nichts sehen. Wo ist denn hier die Grenze? Ja, wir sind hier relativ dicht an der großen Grenze dran. Na gut, zur Not umgehen wir die halt ein bisschen links. On the move. Damit habe ich jetzt auch nicht wirklich Probleme, wenn es dazu kommen sollte. Rücke zur Zielposition vor. Da müssen wir also nur darauf achten, dass wir uns... Upsi. Falsche Taste. Rechts ein bisschen bedeckt halten. Mir entgeht nichts. Psst. I think I heard something. Hat sich das mechanisch angehört? Drüben könnte aber auch der Landeplatz sein, ne? Was ist auch ein Turm? Ah, keine Ahnung. Wir schleichen uns einfach mal ein bisschen dichter ran. Moving. Das hat sich angehört wie Bewegung von rechts. Eieiei. Gibt es hier vorne irgendeine Deckung, in die wir können? Nee. Bestätigt. Ich glaube, Encarnacion ist hier ein bisschen sehr schnell gerade, ne? Kann es sein? So im Vergleich zum restlichen Team. I'm on the move. Die lassen wir einfach mal eine Runde aussetzen hier mit der Bewegung. Eyes on the prize. Overwatch. Bestätigt. Überwachung der Feuer. Bewegt sich was? Das hört sich definitiv metallisch an. Na, vielleicht lasse ich Vektor vorgehen. Dem würde aber auch eine niedrige Deckung reichen. Ist das eine Deckung nach vorne? Gibt es nur zweimal hohe Deckung. Hier gelb ist niedrige Deckung. Ah, da müsste Vektor ganz dumm außen rumlaufen. Ach so, die müssen hier alle so ein bisschen komisch außen rumlaufen gerade. Position confirmed.
Das ist der Turm. Und das Schiff, ist das irgendwo zu sehen? Nicht so richtig. Das steht dann wahrscheinlich hier, ne? Wenn hier der Zugangskontrollpunkt Dingsbums ist. Das heißt, vielleicht wäre es besser, wenn wir uns hier nach rechts verschieben würden. Ja, vielleicht wäre es einfach besser gewesen, wenn wir hier uns durch dieses Haus durchbewegt hätten. Begebe mich zu dieser Position. Unseren Kilobotter gibt es hier keine günstige Deckung. Ich rücke aus. Aber wir gucken mal gerade, ob wir die Gegner hier irgendwie ein bisschen orten können. Dann versuchen wir uns wirklich hier vielleicht ein bisschen nach rechts zu verschieben. Ach, das hier scheint auch noch ein Straßencheckpunkt zu sein. Ja, vielleicht müssen wir da auch einfach hier links dran vorbei, ich weiß es nicht. Understood, moving out. Voy hacia ese lugar. ¿Vas? Guardia. Bin dabei. I'm on it. Scanners at maximum. Bin dabei. So, Moment, bin ich ein bisschen verteilt. Hier auf dem linken Ohr habe ich den. Das heißt, der muss eigentlich wirklich irgendwo hier hinter der Straße da wahrscheinlich sein. Wen bin ich denn da flankiert? Durch wen bin ich da flankiert? Hier auf dem Feld fliege ich angeblich. Ich weiß nicht, durch wen ich da flankiert bin. Durch den Turm nicht. Das ist merkwürdig. Vielleicht lasse ich Jin einfach mal hier vorgehen. Verstanden. Bewege mich zum Ziel. Ich kann niemanden ausmachen, der mich da flankiert. Sehr verdächtig. Sehr, sehr verdächtig. Ja, ich ziehe da einfach mal rein in die Deckung und guck mal. Ne, niemand zu sehen. Wird
Erledigt. Ach, Shredder ist das? Okay, hab ich gerade gefragt, was für eine Eigenschaft das ist. Was für eine Fähigkeit. Aha. Und er hat zwei Schlangen dabei. Zu seiner rechten Seite. Ich will halt nicht so dicht an den Turm ran, ne? Hier sind wir halt schon direkt in seinem Sichtfeld. Hier nicht, hier nicht. Hier hinten schon. Das heißt, wir müssen uns hier links von dieser Linie halten. Sie können wir auch hier hinten lassen, noch ein bisschen. Wir müssen halt die Leute ja hauptsächlich wegbringen. Zu dieser Position. So, da sind wir nämlich immer noch im Sichtbereich des Turms. Oh, sind das zwei Türme? Nee, was? Wo? Nee. Und das ist natürlich äußerst unschön. So, Ukuz hätte ich gerne da vorne in der schweren Deckung. Aus. Auch wenn er dafür sprinten muss. So, der Roboter kommt nach hier vorne. Ah, ist hier auch noch in der Sichtweite des Turms gerade. Also links dieser Linie müssen wir uns aufstellen. Da haben wir dann natürlich echt wenig... Was? Hier auch noch? Wo? Oh. Also Ukuz hat kein Turmdingsi mehr. So, dann ziehen wir Stitch einfach hier rüber, würde ich sagen, oder? Das ist zu weit links. Ja, von da aus hat sie leider gar kein Schussfeld. Oha. Ach du. Ach du grüne Neune. Das hier ist nur halbe Deckung leider. Dieses Fahrzeug. Vorne gäbe es volle Deckung, aber das ist halt auch wieder genau im Schussbereich des Turms. Vor allen Dingen sind es viel zu viele von den Typen. Aber hier könnten wir eine ganze Menge mit einer Gasgranate aufs Korn nehmen. Das wäre also super. Mit dem Raketenwerfer.
Ja, könnten wir auch eine ganze Menge Leute aufs Korn nehmen. Bei Gasgranaten shreddern ja auch einmal. So, dann habe ich hier noch die Bombardierung, die würde für so eine enge Gruppe reichen. Ist alles halbe Deckung, ne? Hier hätten wir volle Deckung. Mit einem Run and Gun hat sie gar nicht. Dafür ist sie noch zu unerfahren. Vector wird hier vom Turm noch bombardiert, sie noch. Groß, wie gesagt, ist gerade außerhalb der Turmreichweite. Eine Möglichkeit wäre natürlich, einfach sie hier nach vorne zu ziehen irgendwie. Sobald es hier losgeht, dazu müssten die aber so ein bisschen Position tauschen. Dazu müssten die ein bisschen Positionsroulette spielen. Halt weckt euch hier einfach an den Rand zu stellen, dann schützt er nämlich die Flanke. Das könnte ich eigentlich machen, ne? Ja, dann würde Vector die Flanke schützen. Der Turm trifft hoffentlich nicht so richtig gut auf diese Distanz. Also, wie sieht denn das aus? Ich lasse Vector einfach nach hier drüben gehen. Ist denn hier flankiert? Achso, sie ist dann flankiert, weil sie nicht direkt die Deckung hat. Sie müsste dann nach vorne gehen irgendwie. Jetzt könnt ihr drüben eine flankierende Position einnehmen, vielleicht mit ein bisschen Glück. Wie weit kann sie denn laufen? Wie viele Felder? Wie sind das? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und hier, das ist das 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aber ganz knapp nicht reichen von hier aus. Das heißt, wir müssten sie jetzt im Prinzip schon hier hinter das Auto bewegen. Hier hin. Das würde dann wahrscheinlich funktionieren. Was hat ein Vector für eine Trefferwahrscheinlichkeit? 68%. Boah. Also mit Overdrive könnte ich das jetzt diese Runde noch vonstatten gehen lassen, ne, weil die gerade echt günstig stehen. Und sonst hat sich ja hier noch niemand bewegt irgendwie. Ich schaue aber gerade auf die Uhr, Jungs und Mädels. Wir werden das leider aufs nächste Mal verschieben müssen, diesen wunderbaren Hinterhalt hier. Und dann gucke ich mal, wie ich meine Rangerin hier am besten aus der Bredouille bewege. Ja, vielleicht ziehe ich dann einfach hier rüber. Hat sie wenigstens halbe Deckung irgendwie. Mal schauen. Auf jeden Fall bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid, Jungs und Mädels. Macht's gut und bis dann. Ciao.